Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade schon ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, ich drehe heute am Freitag mal mein Video, weil ich hatte heute Homeoffice und dann schminke ich mich ja nicht fürs Homeoffice, also habe ich genug Zeit zum Schminken danach. Und irgendwie hat er da unten wohl Besuch und jetzt grölen die ganze Zeit wie die Affen, werfen Sachen um und klopfen auf den Tisch dabei. Was geht da ab? Ich hoffe nur, man hört es nicht mal im Video. Also, nichts ist, glaube ich, nerviger, als wenn man sich, als wenn den ganzen Tag ruhig ist, den ganzen Scheißtag, und du dann sagst, so, jetzt möchte ich bitte eine halbe Stunde mindestens drehen. Und da legen sie los. Immer. Der hat es ja auch geschafft, irgendwie immer zu bohren, während ich gerade drehen wollte. Also, warum nicht auch jetzt Party machen, ne? Ja, ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hin soll, denn Flo ist heute zu seinen Eltern gefahren. Das heißt, ich habe das Wochenende sturmfrei und habe eigentlich gedacht, ich schmeiße mich jetzt gleich auf die Couch mit einer Decke und lese ein gutes Buch. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich tun soll, weil ich hier unten die ganze Zeit Krach habe. Vielleicht mache ich eine Herbst-Playlist an nebenbei und lese oder ich gehe ins Bett und lese. Ich glaube, da sollte das nicht so laut sein. Oh, das ist so ein Struggle. Ne, Leute, ich habe eine Tage gekriegt heute, ja. Passend dazu. Rot. Nein. Aber da ist man ja eh schon so leicht genervt, ne? So sehr leicht reizbar. Und ich wollte jetzt eigentlich mich einkuscheln. Aber nicht mit Gegröle. Naja, mal gucken. Ich glaube, nicht mal meine Stunde, da ist schon 10. Mal gucken, ob sie dann ruhiger sind. Ich meine, ich bin nicht der Spielverderber, aber wenn die mir auf den Sack gehen, habe ich schlechte Laune. Ja, ich werde jetzt lesen. Ich habe hier gerade meinen ganzen Neuzugänge-Stapel abgefilmt. Ist ja einiges. Also, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal vorbei. Neuzugänge, halb Zeugs, was ich sonst so lese, halb Klassiker. Also, tatsächlich viele Klassiker diesmal dabei. Und ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt ein Buch und guck mal, in welcher Ecke es hier noch am ruhigsten ist. Irgendwie bin ich noch nicht ganz richtig wach, obwohl ich sehr früh wach war und sogar schon gelesen habe. Aber ich möchte jetzt wieder mein Frühstück machen, was ihr letztes Mal auch schon, zumindest, wo ich das Topping drauf gemacht habe, gesehen habe. Und dazu brauche ich 3 Scheiben Toastbrot. Ich habe jetzt einfach mal Körnerbrot genommen, aber es ist ja im Endeffekt egal. Und dann muss ich Milch mit einem Ei und Zimt verquirlen. Und dann tunke ich das Brot da rein. So, dann kommt alles in meine tolle Auflaufform. Für 10 Minuten, glaube ich, 170 Grad in den Ofen und dann kommt das wieder raus und dann passiert das, was ihr letztes Mal schon gesehen habt. Ich packe Ahornsirup und meine Beerchen drauf. Fertig ist mein Frühstück. Also wir haben das letztens zu zweit gegessen. Das war schon ganz okay. Ich glaube, für mich alleine wird es jetzt ein bisschen mächtig, aber ja, mal gucken. Kann man sich ja ein bisschen aufteilen. So, und das ist jetzt die Schönheit. Noch so ein bisschen schlotzig innen drin. Aber das ist eigentlich ganz nett und es riecht schon direkt wie so eine Zimtbombe hier wegen dem ganzen Zimt. Ich werde das jetzt essen und dann werde ich noch Virgin River weitergucken. Ja, aber erstmal ein spätes Frühstück. Vielleicht habe ich Trottelkind mich hier ganz leicht am kleinen Finger verbrannt, als ich das Zeug aus dem Ofen geholt habe. Ich bin auch ein Trottel. Ich habe mich schon ewig nicht mehr verbrannt. Musste ja mal wieder sein. Ja, aber ansonsten lasse ich es heute sehr ruhig angehen und ich habe auf jeden Fall vor, an diesem Wochenende im nächsten Leben vielleicht von mir Sheridan jetzt zu beenden. Ich bin da ganz gut bei der, ja, fast bei der Hälfte, würde ich sagen. Und es ist halt echt interessant, Kapitel 16. Wir sind jetzt nicht mehr in diesem, ich muss erklären, dass wir alle arm sind, Setting, sondern hier geht es schon bei den beiden ein bisschen mehr her. Aber es ist trotzdem immer noch total bedrückend. Also diese Stimmung in diesem Buch ist echt deprimierend. Und ja, mal gucken, wie das Buch weiter verläuft. Aber ich fände es halt echt schön, wenn ich es schaffen würde. Ich bin ja ein sehr langsamer Leser. Aber dann hätte ich zumindest schon mal das erste Buch im Oktober beendet.
Noch ein bisschen? Hast du Bock auf ein Leseupdate? Ich hab da ganz, ganz tollen Stoff. Na? Und wenn's dir gefällt, dann sag's deinen Freunden und deren Freunden. Der Stoff reicht für uns alle. Wartet mal, ich hol da mal eben jemanden. Okay, stopp, stopp. Hi. Man sollte sich seinen Manager richtig aussuchen. Leseupdate. Ich komme mal näher. Und mein Haar steht heute ein bisschen ab. Bah, ich hasse das. Regen und so. Ich habe ein paar Bücher beendet. Also ein Buch und einen Abschnitt und ein neues angefangen. Ich bin ein bisschen durch. Merkt es vielleicht. Ich möchte euch trotzdem ein bisschen was über meine Bücher erzählen. Also jetzt gibt es ein Leseupdate und wir fangen an mit Im nächsten Leben vielleicht von Mia Sheridan. Das habe ich jetzt beendet. Ja, das war ja mein Ziel am Wochenende und ich habe es auch erreicht. Und was soll ich sagen? Ich fand es erst ganz gut, obwohl es sehr bedrückend war mit dieser ganzen Armut. Aber am Ende hat es mich irgendwie, ja, hat es leider so ein bisschen versaut, weil es für meine Verhältnisse ein bisschen zu schnulzig war. Aber wartet da am besten mal die Buchbesprechung, nicht die Buchbesprechung, den Lesemonat ab, genau, meinen Monatsrückblick. Da werde ich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, aber es hat so gut angefangen und dann kommt das Ende und es war einfach nur so, oh, Sülz. Ich meine, bestimmt finden das viele total toll, aber ich nicht wirklich. Leider. Aber ich fand es trotzdem gut, dass sie auch 4 von 5 Sterne von mir bekommen, ne? Dann habe ich ja den ersten Abschnitt von Magisterium, der Weg ins Labyrinth gelesen. Also den Teil hier. Und ja, ich kann dazu echt noch nicht viel sagen. Irgendwie, bis wohin haben wir jetzt gelesen? Bis Seite 93. Und irgendwie ist das einfach wie ein riesenlanges Intro bis jetzt. Also man kann noch nicht wirklich viel sagen tatsächlich. Wir haben schon festgestellt, dass es wohl einige Parallelen zu Harry Potter hat, aber auch eben viele Unterschiede. Momentan kann man halt einfach wirklich noch nicht sagen, in welche Richtung dieses Buch geht. Hab schon gesagt, ist so klar. Ein Zauberlehrling, der an eine Zaubererschule geht, das schreit halt schon irgendwie förmlich nach Harry Potter. Und dass es natürlich auch einen bösen Gegenspieler gibt, das ist auch in jedem dritten Fantasy-Roman irgendwie so. Klar, natürlich auch bei Harry Potter. Aber das Einzige, was mich, glaube ich, bis jetzt gestört hat, ist, dass die Leute in Dreiergruppierungen tatsächlich eingeteilt werden. Und wer hätte es gedacht, es sind 2 Jungs und ein Mädchen. Da habe ich mir schon gedacht, wenn man schon auf den Zug aufspringt und sich abheben will von Harry Potter, warum macht man dann 2 Jungs und ein Mädchen? Verstehe ich nicht. Aber gut, ich lasse es mal auf mich zukommen, denn es gibt natürlich auch einige Unterschiede im Magisterium. Ich finde, das Ganze wirkt jetzt schon vom Setting her ein bisschen düster und in dem ersten Abschnitt mussten die schon ein paar Prüfungen absolvieren. Das musste Harry ja jetzt nicht tun. Allerdings kann ich da auch ein Kommentar verstehen aus der Leserunde, dass das irgendwie sehr schnell abgefertigt wurde. Aber ich meine, was erwartet man? Wir haben jetzt schon den ersten Abschnitt durch, 100 Seiten circa, und haben eigentlich nur noch 2 Abschnitte und das Buch ist durch. Das ist echt sehr klein, das Buch, sehr dünn. Deswegen, ich bin mal gespannt, was noch kommt und vor allem bin ich gespannt, wird das Buch wirklich mehr in die Richtung Harry Potter Abklatsch kommen? Wird da noch mehr sein, was sich ähnelt, oder wird es doch noch irgendwie seinen eigenen Touch finden? Deswegen, ich will es da gar nicht so sofort verschreien und es in die gleiche Ecke schmeißen, weil ich habe auch letztens gesagt, irgendwie, es ist ja so wie bei allen Erotikbüchern, wo er sie irgendwie mal ans Bett fesselt oder ihr den Arsch versohlt. Sofort ist es ja dann, ach, das ist wie Shades of Grey, obwohl ja auch total viele Geschichten ganz andere Handlungsstränge haben oder ganz andere Hintergründe haben. Und das Gleiche hoffe ich bitte auch, dass das hier passiert. Ich möchte keinen Harry Potter Abklatsch lesen. Ja. Aber falls ihr das Buch schon mal gelesen habt, Magisterium, lasst mich das auch gerne mal wissen, ob ihr da auch sehr viele Parallelen gesehen habt oder ob ihr sagt, das Buch kriegt noch einen eigenen Charakter. Ich bin sehr gespannt. Mal gucken, was der nächste Abschnitt sagt. Und genau, ich hatte also am Sonntag Mia Sheridan beendet. Ich hatte ja den Leseabschnitt schon länger jetzt beendet und musste halt abends erstmal drauf warten, bis wir den besprechen. Und dann habe ich halt gedacht, ja gut, was lese ich jetzt in der Zeit? Ich war mir nicht sicher und dann habe ich gedacht, ja, die Rache des Sub regelt. Denn auf der Rache war ja noch, heute sind wir Freunde von Patricia Spichalski. Und ich dachte mir einfach, das ist ein
nettes, locker leichtes Buch, was ich jetzt wirklich noch mal so zwischendurch schieben kann. Und bin auch jetzt schon, ja, das habe ich schon gelesen, gestern, also bei Seite 27 bin ich jetzt. Und das ist halt auch echt sehr groß geschrieben, wenn man das so sieht. Also ich glaube schon, dass das schnell durchgeht. Ich habe den Film The Breakfast Club nie gesehen, wollte ich aber immer mal, weil ich gelesen habe, dass das wohl sehr stark eine ähnliche Handlung hat. Weil ich glaube, beim Breakfast Club ist das irgendwie auch so, dass die, ich weiß nicht, müssen die nachsitzen? Auf jeden Fall hängen die auch irgendwie in der Schule zusammen. Und hier ist das nämlich auch so, dass man hier eine Handvoll Schüler hat, die einen Aufsatz nachschreiben müssen. Also wir sind in Deutschland, das ist schon mal wieder was ganz Schönes, mal wieder ein bisschen was anderes vom Setting. Ich bin nicht immer irgendwo in Amerika, das ist nett. Und es ist halt es wird ein Sturm angekündigt, der total heftig ist, sodass die Leute sich schon eindecken mit Konserven und Teelichtern und so übers Wochenende. Und die müssen halt noch diesen Aufsatz nachschreiben. Allerdings, ja, kommt der Sturm wohl ein bisschen früher als gedacht. Und jetzt hängen die Leute da alle aufeinander und es sind total unterschiedliche Charaktere. Wir haben den coolen Lederjacken-Buddy irgendwie, auf den alle Weiber stehen, und dann seinen besten dummen Freund, der mit Jogginghose zur Schule kommt. Dann haben wir den Streber. Den Stereo-Streber, der sich irgendwie ja nicht wirklich der Gruppe zugehörig gefühlt, sondern eher alles von außen beobachtet. Wir haben Nell, die so das süße, normale Mädchen bis jetzt ist, die sich natürlich auch also total blind auf den Lederjackentypen steht. Aber wir haben auch die Schickimicki-Tante, die sehr auf ihr Äußeres bedacht ist. Und ja, irgendwie habe ich bestimmt schon wieder einen vergessen. Aber ich finde es halt sehr interessant bis jetzt. Es ist halt irgendwie ziemlich leicht und einfach geschrieben und habe ich irgendwie Bock drauf. Also ich muss das ja eh lesen, wie gesagt, wegen der Rache des Sub. Und ich finde so, wenn man die Leserunde so ein bisschen mit im Blick hat und noch was Leichtes nebenbei lesen möchte, dann ist das, glaube ich, ganz nett. Ja, das war jetzt mein Lese-Update für heute. Ja, wir haben Montag und jetzt möchte ich lesen. Und ein bisschen Pokémon Quest spielen. Irgendwie bin ich da gerade wieder sehr süchtig nach. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß auch nicht, woher das plötzlich kommt. Egal. Aber ich werde trotzdem mal ein bisschen weiterlesen. Hab mich aber in der Spucke verschluckt. Es ist Mittwoch und eigentlich fange ich ja mittwochs schon an, gerne den Vlog zu schneiden. Aber das konnte ich diesmal nicht, denn ich habe noch auf etwas gewartet. Und zwar auf die Vanasche die Welt USA Box. Für September. Ja, für September. Wir haben jetzt Mitte Oktober und Ende Oktober sollte eigentlich die nächste und letzte Box auch kommen. Ich bin gespannt, ob es das tut. Denn es gab wieder mal Lieferschwierigkeiten, weil die unbedingt ein Produkt noch bestellt haben, was aber zu lange gedauert hat und deswegen kam die Box etwas später. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was hier drin ist. Also ich habe jetzt wieder auf der Seite meinen Freund sitzen. Man sieht ihn nie, aber man hört ihn vielleicht zwischendurch. Und jetzt mache ich erstmal die Packung hier auf. So, wir befinden uns dieses Mal in Louisiana. Aber ich finde das Bild irgendwie schön. Ja, auf jeden Fall interessanter als die. Was ist das? Postkarte. Okay. Ein bisschen Wasserspiel. Genau. Und in Louisiana haben wir natürlich wie immer Infos, die jetzt nicht so für mich interessant sind, wenn ich ehrlich bin. Aber Britney Spears, die Popprinzessin, kommt aus Kentwood in Louisiana. So, jetzt habt ihr einen Fact. Und wenn ihr mal hinfahren wollt, da ist auch so eine Route. Also, das ist immer da drin. Aber ich gucke jetzt gar nicht weiter und fange jetzt erstmal direkt mit dem ersten Produkt an. Okay, das ist mal was anderes. Anscheinend Popcorn. Das hatten wir zumindest jetzt noch gar nicht in der USA-Box. Und zwar Butterkissed Crunchy Toffee Popcorn. Dann probieren wir die mal. Looks like Popcorn. Also ich mag das, ja. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Also sowas kriegt man auch hier, wenn ich ehrlich bin, aber ich mag's. Okay, machen wir das weiter, wo ich jetzt direkt im Strahl kotze. Wir haben das nämlich vorhin schon aus Scheiß gesagt. Wenn das Produkt wieder drin ist, machen wir die gar nicht erst auf, sondern legen die mal zur Seite, falls ich mal wieder irgendwie eine Verlosung mache oder sonst irgendwas. Ja, sie sind tatsächlich wieder da. Nerds! Aber guck mal, diesmal in klein.
Wir haben ja, ich glaube, wir haben zwei oder drei, nee, wir haben zweimal harte Nerds und einmal Nerds mit weichem Kern gehabt. Und ganz ehrlich, kannst du mir nicht erzählen, dass es in jeder beschissenen Box Nerds gibt. Vor allem, weil die noch nicht mal geil sind. Also ich mag sie zum Beispiel nicht so gerne. Flo auch nicht. War jetzt mal nett einmal. Also wir haben jetzt hier Raspberry and Tropical Punch, also zwei verschiedene Sorten. Aber das ist so traubenzuckermäßig irgendwie, so hart. Und ich lege das jetzt weg. Dann haben wir Kombos. Die hatte ich schon mal irgendwie bestellt auf so einer amerikanischen Seite damals. Aber das hier ist jetzt mit Cheddar Cheese. Das sind ja, glaube ich, so Brezel-Snacks, die man so mit Zeug hier füllt. Also, oh, der riecht schon voll nach Käse. Ich hab vergessen, wie gut ich, also wie gerne ich die mag. So, riechen mehr als sie schmecken. Schmecken halt mehr salzig. Aber ich mag halt salzig und dann so ein bisschen. Okay. Ich sehe schon was, wo ich jetzt auch denke, okay. Wieder was von Reese's. Finde ich an sich eigentlich gar nicht schlecht. Okay, es ist aber anscheinend diesmal ein richtiger Riegel. Also nicht, ich kenne ja immer nur diese Erdnussbutter-Cups, die man ja davon kennt. Aber das ist halt ein richtiger mit Erdnüssen und so einem Waffeldingen mittendrin. Das sieht schon wieder eigentlich ganz nett aus. Könnte vielleicht so in die Leinenrichtung gehen, nur mit ein bisschen mehr. So steht da aus. Der ist so weich. Und ich mag keine Nüsse in Schokolade. Ist ja wie ein Snickers, das mag ich auch nicht. Ich hab den da Flo aufessen. Aber nur weil ich persönlich nicht so gerne Schokoriegel mit Erdnüssen drin esse. Ich weiß auch nicht warum. Ich mag Erdnüsse so, aber so. Aber ist halt süß und salzig, Erdnussbutter, Mix, das passt schon irgendwie. So. Ja, ich glaube, wir machen erstmal hier weiter. Und zwar von Chupa Chups. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Sour Infernals. Mal gucken, ob das was. Ob die wirklich sauer sind und Flo sich freut. Aber die habe ich noch gar nicht gesehen. Try the jelly if you dare. Oh Gott. Haben wir einmal Lemon Flavor, Cola und Strawberry. Die sollen halt sehr, sehr sauer sein. Ich kriege sie so nicht auf. Like usual. Hab ein bisschen Angst. Toll, ich will zweimal die gleiche ziehen für uns und ich ziehe dreimal genau, also einmal genau alle Sorten. Welche willst du? Kriegst du erst den gelben. Meine Cola hängt zusammen mit der Strawberry. Okay. Ja, so. Und ich so. Nein. Finde ich wieder schade, dass nur der Rand drumherum sauer ist. Und dünn, die haben so eine ganz merkwürdige Konsistenz. Ja, das ist nicht richtig schön wie. Also, es ist weder von der Konsistenz wie so Wein, wie Haribo. Also, das ist es nicht. Aber es ist auch nicht wie Katjes jetzt zum Beispiel. Vegan, vegetarisch, was ja auch nochmal eine andere Konsistenz. Das ist irgendwie so wie harte Gummibärchen, die nicht mehr wirklich auseinander wollen. Also, für mich persönlich wäre es jetzt nichts. Ich, Flo, würde es, glaube ich, gut essen. Aber es ist halt sauer. Ist halt. Oh. Machen wir weiter. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht überläuft. Es ist tatsächlich eine Pepsi Max, aber in Raspberry, also Himbeere. Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, wenn es Cola wäre, wäre es total bescheuert. Ja, wir drüben nämlich stehen. Die kannst du auch bei Edeka kaufen, also ganz ehrlich. Aber Himbeere habe ich noch nie gesehen. Das sieht schon wieder, ist schon wieder interessanter. Obwohl ich mir die Mischung auch komisch vorstelle mit Himbeere. Ich habe immer Angst um mein Leben bei den Dosen. Okay. Okay, alles ruhig, alles ruhig. Aber nicht in meinem. Okay. Findest du nicht, dass man das schmeckt? Doch, erst dachte ich so, okay. Und dann war so, nee. Oh nee, ich fand es eigentlich tatsächlich ganz interessant. Also, ja, ist mal was anderes, aber.
wie das klingt. Ja, Flo, willst du wohl essen? So, oh, der ist der. Ja. Nee, nee. Außer Garnelen, wenn da welche mal drin wäre. Ja, aber die geht. Also ich finde, die geht tatsächlich. So, dann haben wir. Was? Wolltest du nichts zu sagen? Was denn? Also, darfst du nicht viel zu sagen. Doch, kann man mal. So, ja. Ist halt nichts Besonderes, aber ist nett. Dann von Hers, oh Gott, Flavored Cheese Curls, aber Jalapeno. Er freut sich wegen den Jalapenos, ich freue mich wegen den Cheese. Ich liebe Käseflips und Käsebällchen, den ganzen Kram. Aber bei den Jalapenos, da ist er dann eher dabei. Ich finde es so cool, dass diesmal so viel Snackzeug richtig dabei ist. Also Popcorn, die Pretzel-Dinger und das hier. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. Man schmeckt richtig dieses Jalapeno-Zeug. Ne? Es ist nicht scharf, finde ich. Überhaupt nicht. Also ein bisschen. Im Abgang. So ja, minimal im Abgang. Aber es schmeckt halt wie dieser Nacho-Käse, wo du auch wirklich so Jalapenos drin hast. Das finde ich geil. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und es ist wirklich nicht sehr scharf, weil ich bin auch, genauso wie sauer, bin ich auch bei scharf sehr empfindlich. Aber die finde ich tatsächlich ganz nett. Die sind richtig geil. Die schön, also, hätte ich nicht erwartet, muss ich ja gestehen. Dann, ja, das, wo ich mir denke, Bottle Caps, the Soda Pop Candy. Ja, die sollen halt alle anscheinend nach Getränken schmecken. Ich denke mal, das ist auch wieder so hartes Candy-Zeug, aber in der Geschmacksrichtung Root Beer, Cherry, Grape, Cola oder Orange. Ich weiß gar nicht, wie Root Beer schmeckt, wenn ich ehrlich bin. Wie geht der denn jetzt auf? Der klebt so hart, guck mal. Lift tab to open. Ja, yeah, but it opens not so richtig. Yeah. Du hast doch eine Schere drin. Anna 1, Candy-Verpackung 0. Aber sonst geht's mir ganz gut. Ich bin nicht ausgeglichen. Die Verpackung finde ich jetzt schon letztens. Sonst habe ich da kein Problem mit. So. Oh Gott. Ich weiß nicht, was Bier ist. Das sieht aus wie so pastellige Tabletten. Also die beiden Farben könnten, finde ich, das sein. Dann probiere ich Orange oder so. Ist halt auch dieses Zeug, was wie so dieses normale Zuckerzeug. Aber nicht so hart. Aber irgendwie sollte das jetzt nach Orange schmecken. Hast du einen starken Eigengeschmack? Ich glaube, ja. Ich glaube, das war Cola. Cola geht ja voll durch die Nase, ne? Oh. Nimm Orange zum Nachspülen, nee. Der ist sehr neutral, die schmeckt nicht nach viel. Mm. Nee, einer, zwei. Das ist nichts, was ich halt jetzt so zwischendurch snacken würde. Wir sind schon sehr. Boah, Cola hängt richtig tief. Bei Orange dachte ich noch, das ist voll easy, aber. Cola? ja, ich tue das jetzt auch mal weg. Dann ist tatsächlich nur eine Sache drin. Und zwar wieder von Airheads. Da hatten wir schon mal Weingummi von. Das ist jetzt so ein Ding. In Green Apple. Ich habe keine Ahnung. Wow, ist das ein Kao? Wow, ist das Giftgrün voller künstlicher Zusatzstoffe. Aber zwei. Nee, das ist einer. Das sah so gesplittet aus. Nee, der ist nur gefalten. Schmeckt halt einfach mega künstlich. Da brauchen die nicht draufschreiben, artificially flavored. Das schmeckt man schon. Aber ja, je länger du es draußen, umso besser wird's. Aber die Konsistenz ist nicht wie Kaubonbons, die ich habe. Ja, doch. Ich finde, es ist bröseliger. Ja. Ne, ich mag die Konsistenz. Also der Geschmack wird wirklich besser, je länger man kaut, aber die Konsistenz wird irgendwie schlimmer. Also es ist jetzt nicht so wie Mauern oder so, was ihr euch dann da reinpfeift, sondern es ist irgendwie bröseliger im Abgang.
Ja, ich würde jetzt aber echt mal gerne wissen, welches Produkt das Mega-Special-Produkt ist, was jetzt so lange gebraucht hat, bis es hier angekommen ist. Was die unbedingt da reinpacken wollten. Bestimmt nicht die Nerds. Ich glaube, die lagern die irgendwo schon für Jahre. Okay, ihr habt jetzt wieder alle Produkte gesehen und ihr wisst, jetzt geht es wieder los mit der Reihenfolge. Wie mein Freund das rankt, welches hat ihm am besten geschmeckt und danach komme ich. Ist das jetzt schon eine Auswahl? Mhm. Dann komm mal her damit hier ein bisschen, damit ich... Ich schmeiß die ganzen Popcorn weg. Er hat auf Platz 1 die Jalapeno Cheese Curls gesetzt. Kann ich komplett verstehen. Auf Platz 2 dann das Popcorn. Dann kommen die Combo Cheese Pretzel Dinger. Dann die sauren Chupa Chups. Dann der Reese Nut Riegel. Dann die Pepsi Raspberry. Dann kommen die Airheads. Als vorletztes die Bottle Caps und zum Schluss die Nerds. Ich glaube, die ist einfach überall. Ne? Das ist so. Ich finde es tatsächlich diesmal ein bisschen schwer, weil ich tatsächlich viel gut finde. Das habe ich ja auch selten. Ich muss mir mal ein paar Gedanken kurz machen. Okay, bei Platz 1 bis 3 bin ich gleich geblieben, obwohl ich das echt schwer finde, hat Flo auch gerade nochmal gesagt, weil ich finde, Platz 1 bis 3 könnte man alle auf einen Podest stellen. Ich könnte die alle, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe, könnte ich die jetzt essen. Ich finde die also alle richtig gut, also auch Jalapeno Curls, Toffee, obwohl so crunchy sind die auch nicht, ne? Weil da steht ja Crunchy Toffee drauf, aber ich finde sie trotzdem lecker. Und die Kombos. Also die finde ich echt alle drei mega geil. Dann wird es ein bisschen anders, denn ich finde tatsächlich die Pepsi Max ziemlich cool. Die rutscht bei mir definitiv ein bisschen weiter nach vorne. Dann würde ich auf den Schokoriegel gehen, weil auch wenn ich keine Erdnüsse mag, würde ich mir wahrscheinlich eher den Erdnussriegel reinpfeifen, als alles, was danach kommt. Dann die sauren Chupa Chups Dinger. Dann würde bei mir der Airhead-Streifen kommen. Ich würde tatsächlich die Nerds noch also als vorletztes setzen, nicht als letztes, weil ich mir denke, ich würde eher die aufessen, wenn ich die im Schrank stehen habe, als die. Also die sind für mich der letzte Platz, weil die haben echt einen komischen Eigengeschmack teilweise. Und hier weiß ich einfach, was mich ungefähr erwartet und die würde ich eher aufessen als die. Deswegen ist das so meine Reihenfolge. Also ich muss echt sagen, hat sich gelohnt, das Wort, ne? Also diesmal habe ich wirklich viel, wo ich sage, geil. Also ich glaube, 4, 5 Sachen davon würde ich schon sofort sagen, die esse ich definitiv auf. Und bei einer Sache weiß ich ja, Flo kann, wird das definitiv aufessen. Und wie gesagt, die Nerds packen wir erstmal zur Seite. Aber das war jetzt die, ja, USA-Box von Asche die Welt, Louisiana. Ich habe auch eigentlich schon die My Little Box hier liegen. Die ist heute auch angekommen, aber ich will nicht 2 Unboxings in einem Video. Ich glaube, dann geht dieses Video 1000 Jahre und das nächste nicht wirklich lang. Deswegen werde ich das morgen oder übermorgen mal abfilmen in Ruhe. Und ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr eines von diesen Süßigkeiten schon kennt. Kennt ihr irgendwas von dem Süßkram, was wir gefuttert haben? So, Deutsch ist schon vorbei. Ja, und damit verabschiede ich mich auch tatsächlich schon von diesem Vlog. Und dann, wie gesagt, kleiner Spoiler, wenn ihr die My Little Box sehen wollt, schaut im nächsten Vlog vorbei oder auch in allen anderen Videos, wo ihr Bock drauf habt, was euch gefällt. Und wir futtern jetzt noch ein bisschen weiter und freuen uns auf die nächste Box.